Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe vom CHC Experteninterview. Mein Name ist Stefan Poschig und jetzt habe ich da einen ganz spannenden Gesprächspartner gleich für euch und zwar für ein wirklich, wirklich interessantes Thema, nämlich zum Thema Social Selling, LinkedIn, digitale Kommunikation und Themen, die unglaublich präsent und unglaublich notwendig geworden sind und die aus meiner persönlichen Sicht auch eine ganz, ganz wesentliche Relevanz für die Zukunft haben. Ich freue mich, dich heute bei mir im Interview zu haben und darf dich gleich einmal bitten, dass du dich selber vorstellst. Herzlich willkommen, Manuel Huber. Danke, Stefan. Danke für die Einladung, fürs Interview. Freue mich natürlich auch, da dabei zu sein. Ja, du hast es schon angesprochen. Meine Themen sind eben Social Selling, der Bereich, diese digitale Kommunikation wirklich auch persönlich zu gestalten. Wir kennen ja heute, alles ist im Homeoffice, die ganze Digitalisierung schreitet voran. Einerseits endlich mal, muss ich auch sagen, aber es hat ja schon viele Jahre gedauert, bis wir da auch wirklich jetzt auf einem gewissen Level sind, wo wir heute sind. Aber wir wissen, es ist noch viel Luft nach oben. Und ja, mein Weg, direkt mit LinkedIn zu arbeiten, speziell hat 2017 ungefähr begonnen. Damals habe ich nach einer Lösung gesucht und ich bin mit LinkedIn eben fündig geworden, weil mir gefällt hier einfach der persönliche Umgang zwischen den Mitgliedern und auch, weil es einen professionellen Kontext einfach bietet. Mhm. Und ja, ist auch für uns wichtig bei LinkedIn Masterplan, weil wir Personen und Unternehmen in LinkedIn eben für die Gewinnung eben strategisch aufbauen, damit sie eben dieses Netzwerk für sich persönlich auch wertvoll nutzen können. Das ist super spannend und da starten wir gleich mal rein. Du hast jetzt angesprochen, du hast vor ein paar Jahren eben damit begonnen, 2017 ist jetzt noch nicht so lange weg. Jetzt weiß ich, dass du ein wirklich, wirklich tolles Netzwerk dir aufgebaut hast und dass du wirklich hier sehr, sehr intensiv unterwegs bist in dem Themenbereich. Und ich kenne auf die Stelle sofort Dutzende Selbstständige oder auch andere Leute in Entscheidungspositionen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die sich denken, okay, brauche ich das? Wie mache ich das? Wo sind jetzt Vorteile, Nachteile? Kannst du da ein bisschen mehr in das Thema einsteigen? Ja, ich glaube, die Frage, brauche ich das heutzutage, erübrigt sich mittlerweile. Ich glaube, da gibt es da sicher recht in dem Fall. Absolut. Oder viele dazu Absolut. Sehr wahrscheinlich auch, weil man kommt nicht mehr drum herum, ob man will oder nicht. Eine gewisse Online-Präsenz, vor allem für Unternehmen, das ist dann egal, ob selbstständig sind, ob es KMU sind oder in der Konzern-Chefetage irgendwo sitzen, als CEO etc. Jeder muss sich nach außen hin, vor allem digital, richtig präsentieren können. Und da gibt es eben konkrete Strategien und die bieten wir in dem Fall dann auch an, zeigen, wie sie sich da eben positionieren können, damit es nicht einfach nur ja, ein Hallo-Smiley-Effekt darstellt, sondern wirklich echte Gespräche am letzten, also am Ende des Tages auch geführt werden zwischen den Teilnehmern oder den Mitgliedern, sei es jetzt auf LinkedIn oder anderen sozialen Netzwerken. Jetzt ist natürlich das Thema, was ich manchmal bei zum Beispiel einem CEO von einem internationalen Konzern oder von einem Unternehmen höre, naja, ich habe schon ein Profil, aber wirklich da Engagement zeigen oder da jetzt präsent sein, kommentieren, liken, erstens mal habe ich keine Zeit, zweitens mal weiß ich nicht, wie das ankommt. Was würdest du denen dann empfehlen in so einer Situation? Ja, das, was ich mit meinen Kunden in dem Fall auch immer wieder mache. Erstens, es ist wirklich enorm positiv auf das gesamte Unternehmen aus. Ja? Vor allem ein Konzern-CEO, wie du das sagst. Er muss nicht jeden Beitrag auch selber machen. Die haben natürlich die Kommunikationsabteilungen im Hintergrund, ganz klar. Aber auf gewisse Antworten oder Fragestellungen werden sie oder nehmen sich viele mittlerweile wirklich persönlich Zeit, weil Reisezeiten sind im Moment zwar rar, aber auch in diesen anderen Zeiten gibt es also Möglichkeiten, wo man eben das Ganze blocken kann und dort wirklich aktiv ganz nutzen kann. Mhm. Und ja, es ist einfach da und es gehört genutzt und es wird auch genutzt. Mhm. Das wird dann natürlich in strategischer Verbindung mit dem Unternehmen, mit der Communication-Abteilung natürlich dargestellt. Sind wir schon so weit, dass man sagen kann, wenn du das jetzt nicht hast, dann verpasst du was als Entscheider oder als wirkliche Führungsperson, wenn du zum Beispiel jetzt auf diesem Medium gar nicht vertreten bist? Ich würde sagen, ja. Eindeutiges Ja. Ja. Weil eben es werden gewisse Chancen, ja, gehen nach außen hin.
also werden nicht genutzt oder können nicht genutzt werden. Und vor allem auch der Einflussbereich wird dadurch beschränkt, wenn man diese Möglichkeiten nicht nutzt, die sich einem bieten heute. Also ich kann das aus meiner persönlichen Sicht auf jeden Fall auch mit Ja beantworten. Ja, weil wir waren, bevor zum Beispiel Corona losgegangen ist, sehr, sehr stark auf Messen, auf Konferenzen eben vertreten, wo wir halt ganz einfach Kontakte generiert haben, wo wir genetzwerkt haben, wo wir geschaut haben, dass wir einfach auch interessante Gesprächspartner kennenlernen, also sowohl mein Team als auch ich persönlich sehr, sehr viel. Und das ist natürlich jetzt im letzten Jahr alles weggefallen. Und trotzdem war das letzte Jahr das Jahr, wo ich erstens einmal die meisten neuen Kontakte in meinem Unternehmen generieren habe können, plus zweitens einmal zusätzlich die meisten wirklich für mich persönlich auch spannendsten und interessantesten neuen Menschen kennengelernt habe, weil ich halt nicht mehr jetzt auf ein regionales Event unter Anführungszeichen beschränkt war, sondern weil plötzlich halt auch ein Webinar oder eine Online-Session irgendwo in den USA oder in Asien oder eigentlich auf der ganzen Welt plötzlich Thema war oder möglich war. Und ja, die Plattform LinkedIn ist es sowieso sehr, sehr international. Ja? Absolut, man ist ja heute viel flexibler und auch zeitsparender, das Ganze. Ja. Wie du sagst, du musst nicht auf Seminaren oder auf Messen hin und her fahren, das Ganze, du hast dein Handy in der Hosentasche zum Beispiel und hast die ganze Welt vor dir. Ganz salopp gesprochen. Ja. Und es ist wirklich so. Ja, das ist spannend. Man kann viel direkter und einfacher kommunizieren. Vor allem auch, man hat die Möglichkeiten, direkt mit Entscheidungsträgern wieder in Kontakt zu treten. Man muss nicht über 5 Sekretariats oder Abteilungen sich durchkämpfen, sondern, wie schon angesprochen, viele nutzen das wirklich persönlich. Und deswegen, wenn man weiß, wie man sie anspricht und nicht nur mit den prompten Nachrichten das Ganze probiert, das ist immer die Voraussetzung natürlich. Ja. Dann macht es natürlich Sinn. Wunderbar. Jetzt haben wir zuerst über diese Entscheider bzw. CEOs von Unternehmen gesprochen. Wie schaut es denn jetzt zum Beispiel bei Selbstständigen aus? Wir haben in Österreich hunderttausende EPUs, so Ein-Personen-Unternehmen. Wie schaut es denn bei denen aus? Wie siehst du da die Wertigkeit oder die Notwendigkeit, sich auch auf einer Plattform wie LinkedIn zu bewegen? Ich glaube, die ist sogar noch wichtiger. Weil die müssen ja selbst das Ganze initiieren, selbst sich darstellen oder selbst die ganze. Die haben ja die verschiedenen Hüte auf, kann man sagen. Ja. Die sind ja vom Verkäufer, vom Netzwerker, vom Buchhalter, haben ja die alle die gleichen Funktionen als Ein-Mann-Betrieb. Das ist natürlich noch entscheidender, die Zeit nochmal effektiver zu nutzen und wirklich ganz konkret vorzugehen. Und wenn man sich vorstellt, dass man ja auf Seminare und Messen auch noch geht, ist schnell ein Wochenende oder mindestens einen Tag um. Und wenn man sich überlegt, ja, eine Nachricht hat man in ein paar Minuten geschrieben und wie ist dann die Resonanz zum Beispiel wieder oder wie viele Nachrichten kann man schreiben in dieser Zeit, wo man wirklich effektive Kontakte machen kann und dann dort folgende Gespräche. Okay. Also ich würde sagen, es ist noch wichtiger, sich dem Ganzen zu widmen. Okay. Wie soll einer anfangen? Das wäre jetzt klar. Die allererste Frage, die mir einfällt, ja, wenn jemand zum Beispiel wirklich noch relativ unbedarft oder relativ unerfahren auf LinkedIn ist, wie soll er denn dann beginnen? Der ist selbstständig, der hat vielleicht sein Beratungsunternehmen oder ist Trainer oder hat jetzt erst begonnen, in der digitalen Welt Fuß zu fassen. Was würdest du da empfehlen? Was sind so die ersten Steps, die zu machen sind? Also erstens mal ganz wichtig, das Profil ist kein Lebenslauf, wie man es immer vielleicht noch irgendwo hört oder sieht. Aber man muss wirklich schauen, also das Profilbild muss natürlich, also wir können jetzt im Prinzip das ganze Profil durchgehen, es muss professionell aufgestellt sein, vom Profilbild bis zum Text durch, das Background-Foto natürlich am ersten Blick darstellen, was macht diese Person oder welchen Nutzen hat der Seher oder der Leser, der da drauf kommt, damit er sofort entscheiden kann innerhalb der ersten ein, zwei Sekunden. Ist es sinnvoll für mich oder klicke ich einfach wieder weiter? Das sind so die Kernelemente, wo ich sehr großen Wert darauf lege, dass das sofort geklickt werden kann im ersten Anlauf. Natürlich kommt es dann noch auf die Texte drauf an, wie die gestaltet sind, damit man die Kontaktadressen erfährt. Die Nutzen natürlich ganz klar darstellen für die Zielgruppe oder für die gewünschten Leute, mit denen man zusammenarbeiten möchte in Zukunft. Und dann hat man schon mal einen ganz großen Teil erledigt. Und das nächste ist natürlich wichtig auch, welche Inhalte gibt man nach außen? Sind es Content-Inhalte? Macht man Werbekampagnen? Ist das eine Budgetfrage, speziell auf LinkedIn? Macht natürlich Sinn, aber man muss halt alles strategisch angehen, weil nur hingehen und
irgendwelche Aktivitäten zu machen, ist halt auch Zeitvertreib in vielen Bereichen und kann dann nach hinten losgehen und man bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. Dann hat man schnell dann wieder den Umkehrschluss und sagt, okay, ich verbringe nicht die Zeit jetzt auf LinkedIn oder im Internet und probiere es dann vielleicht doch wieder mit Messen. Ich glaube, die Kombination macht dann alles wieder sinnvoll. Wenn es dann wieder Messen gibt oder Workshops. Ja, schauen wir mal. Man weiß ja nicht, wie lange das Ganze noch dauert, wann den nächsten Lockdown wieder. Genau, schauen wir mal, wann es soweit ist. Ja, wir hoffen alle, dass die Events irgendwann wieder starten. Ja. Natürlich, ja. Solche Events sind immer wieder noch interessant, wenn man live vor Publikum sprechen kann. Absolut. Wie soll dann jetzt jemand das angehen, wenn er sein Profil zum Beispiel jetzt eben erstellt hat? Wie soll er das dann angehen, dass er gezielt sich ein Netzwerk aufbauen kann? Weil, na klar, gibt es diese Funktion einfach auf Vernetzen klicken, aber was sind da so die grundlegenden Dinge, die jemand beachten sollte, wenn er wirklich beginnen möchte, sich ein wertvolles Netzwerk auf LinkedIn aufzubauen? Also meiner Meinung nach ist es ganz entscheidend, dass man sich überhaupt vorher, bevor man überhaupt losstartet, Gedanken macht, mit wem will ich mich vernetzen? Mit welchen Leuten, Personen, Unternehmen, letztendlich sind es immer Personen, egal wie das Unternehmen heißt oder wie groß das ist. Es geht hier um die persönliche Vernetzung, eine menschliche Beziehung aufzubauen. Und da bringt es nichts, wie du sagst, wenn man sich einfach die nächsten 200 Suchergebnisse bringt und einfach auf Vernetzung klickt. Mag vielleicht die ersten 2 Wochen wertvoll sein, dass man ein paar Vernetzungen hat, aber alles andere sinnvoll ist es nicht. Muss wirklich schauen, welchen Nutzen kann ich darstellen. Sagen wir jetzt einen einfach Selbstständigen, kann man machen, sagen wir einen Tischler jetzt, ganz was anderes mal. Ja? Der hat jetzt super tolle Möglichkeiten, seine ganzen Möbel zu präsentieren, die er frisch gemacht hat. Ja? Kommt natürlich vor, okay, sind die Leute interessiert wieder, wie funktioniert das? Der kann diese ganze Manufaktur, eine ganze echte Geschichte draus machen und erzählen. Und das zieht natürlich die Leute an, die dann wirklich handgefertigte Unikate zum Beispiel haben möchten. Und so kann man sich eine Story entwickeln. Okay. Das heißt, da geht schon richtig tief eigentlich rein, so nach dem Motto, eine Story entwickeln, überlegen, okay, was könnte mein Zielpublikum ansprechen, absolut, ja. Kann ich da wirklich aufbauen, wie kann ich da eigentlich so eine Serie sogar draus machen, also einfach nicht nur jetzt den Tisch oder den Sessel oder sowas präsentieren, sondern auch die Hintergründe, wie ist das produziert, vielleicht in Richtung Nachhaltigkeit und. Ganz genau, okay. Ja. Da gibt es... Man muss wirklich dran einen Plan haben, ist das Sinnvollste. Ja. Oder man holt sich jemanden, der so schon etwas gemacht hat, dass man sagt, okay, wie mache ich das explizit für meinen Bereich, wenn ich da noch nicht so erfahren bin. Ist sinnvoller, als man vergeudet viel Zeit dann wieder. Also einiges im Vorhinein überlegen, bevor man einfach sich hinsetzt und jetzt einmal wahllos anfängt, Leute anzuschreiben oder irgendwie. Würde ich empfehlen, auf alle Fälle. Ja. Okay, gut. Was sind denn so die häufigsten 3 Fehler, die du auf LinkedIn siehst, egal ob das jetzt ein CEO ist oder ob das jetzt ein Selbstständiger ist, ein EPUler ist? Was sind so die häufigsten 3 Fehler, die dir begegnen? Naja, da gibt es immer mehr mittlerweile, wo man sagt, ja, klassische Vernetzungen, wie du sagst, okay, dann bekommt man welche, man hat den noch nie gesehen. Erstens natürlich muss ich schon sagen, das Netzwerk ist natürlich da, um neue Leute kennenzulernen. Nicht falsch verstehen, ja. Aber die Frage, wenn will ich irgendwie persönlich angesprochen werden und sagen, okay, wieso will sich der mit mir vernetzen zum Beispiel, ja. Und das ist egal jetzt, welches Unternehmen da dahinter steht oder eben nicht. Ich bin auch nicht der große Fan von diesen aktuellen vielen Bots, die die Nachrichten senden, weil man sieht mittlerweile sofort, sind das persönliche, also echt geschriebene Nachrichten oder nicht. Und die Kunst ist jetzt eben, natürlich muss man bei einer gewissen Menge auch, ich sage nicht jetzt unbedingt voll auf Automatisierung setzen, aber Nachrichtenteile zumindest vorbereiten, dass man nicht jeden komplett neu klicken oder klicken muss, natürlich. Ja. Kommt dann wieder auf die Zielgruppe drauf an, dann sind wir wieder bei dieser Spirale. Man muss sich immer vorher überlegen, wen schreibe ich jetzt konkret an. Ja. Und da passieren natürlich viele Fehler, ganz konkret. Gut.
Ja, das ist für mich schon mal ein super spannendes Thema, weil ich bekomme auch wirklich so oft eben die Frage, hey, wie soll ich das Netzwerk nutzen? Macht das Sinn? Brauche ich das Ganze? Jetzt ist es so, dass ja bei uns in der Dachregion auch sehr, sehr stark noch Xing ein Thema ist. Wie siehst du denn da die Unterschiede zwischen diesen zwei Netzwerken? Und hat das einen unterschiedlichen Nutzen? Oder wann soll ich Xing nutzen? Wann soll ich auf LinkedIn gehen? Kannst du da auch was aus deiner Erfahrung vielleicht dazu sagen? Ja klar, also Xing ist für mich jetzt nicht das favorisierte Netzwerk. Ich würde sagen, wenn man aktuell bei Null anfängt, würde ich sofort auf LinkedIn umsteigen und Xing gar nicht aktuell machen. Man vielleicht in kleineren Bereichen für Events ist Xing noch ganz gut. Vor allem, wenn man natürlich schon die letzten Jahre auch auf Xing war, macht es natürlich Sinn, dort weiter auch was zu machen. Ja? Die Kontakte sind ja dort dann für Personen, die schon ein Netzwerk haben. Aber von Null an würde ich aktuell gar nicht dort anfangen, allein von den Möglichkeiten. Also nicht jetzt, ob mir gefällt oder nicht, um das geht es gar nicht, sondern welche Möglichkeiten habe ich auf LinkedIn, ganz objektiv, und welche habe ich auf Xing. Und LinkedIn habe ich. Die ganzen Möglichkeiten von den Events, natürlich die Events, aber einfach die Interaktion, die da geboten wird, oder die Möglichkeiten zu interagieren mit den Personen, einfach viel vielfältiger. Und vor allem, ja, zusätzlich auch internationaler, was heutzutage auch immer wichtiger ist. Absolut, absolut, ja. Jetzt ist ja eines deiner großen Themen dieses Thema Social Selling. Was ist denn das? Was ist bei dem anders oder was ist da zu berücksichtigen oder zu beachten? Ja, also ich lege das hauptsächlich so aus, dass ich darauf achte, eben wirklich eine persönliche Beziehung zu den Leuten herzustellen. Ich meine, ich habe ein Netzwerk für über 20.000 Leute, da kenne ich dann nicht jeden persönlich, das wäre utopisch, ja. Aber ich bin dabei oder arbeite immer wieder so Phasen durch mit Leuten, die ich schon seit 5 Jahren vernetzt bin, aber noch keinen Kontakt hatte. Versuche ich auch da immer wieder ein persönliches Gespräch einfach zum Kennenlernen, zum Kooperation ausloten, mal darzustellen. Für mich ist das nicht Social Selling und nicht gleich sagen, ja, hallo, ich komme mit dem Pitch durch die Haustür und sage, okay, ich verkaufe dir was, jetzt macht das bei mir. Ja. So funktioniert es auch nicht. Vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Okay, das heißt, in Wirklichkeit würde das für mich jetzt bedeuten, das, was wir aus der analogen Welt schon kennen, auch in der digitalen. Das heißt, nicht irgendwie Abkürzungen nehmen oder schauen, dass man das durch Technologie vielleicht digitalisieren, automatisieren kann, sondern die Prinzipien, die wir einfach in Netzwerken, im Kontakte aufbauen, im Netzwerk schaffen, einfach eben auch auf einer Konferenz, auf einer Veranstaltung, auf einem Event nutzen, in die digitale Welt zu transferieren. Verstehe ich das richtig? Genau, vor allem so eine Mischung zu bringen. Natürlich soll man die Automatisierung und Digitalisierung im Hintergrund nutzen, keine Frage. Aber man soll sich so anstellen, damit es nicht plump wirkt oder halt die Leute dann wieder vertreibt. Das soll ja einen Nutzen für alle generieren, sage ich mal. Aber es ist eben wichtig, diese Kombination. Du musst dir vorstellen, das ist eine neue Sprache auch oft zu lernen. Und damit man wirklich weiß, okay, früher sind die Leute immer in Tennisplätze, Fußballplätze gegangen, haben dort oft viele Geschäfte abgeschlossen. Ist das so, ja? Ja. Und ja, heute gehen sie auf LinkedIn und jetzt kann man das natürlich kombinieren. Vor allem, man lernt auch die Leute entweder jetzt offline, online kennen, spielt gar nicht die Rolle. Aber viele, oder man kann es dann in eine andere Welt sozusagen wieder hinüberbringen. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Ich glaube, ich sehnen sich viele Leute auch wieder nach dem persönlichen Kontakt, was ich immer höre aus meinem Umfeld. Oder der Erstkontakt zum Beispiel über die Videokonferenz zu machen, spart enorm viel Zeit. Schaut man mal, kann das funktionieren, macht es Sinn? Fast die Chemie oder auch gar nicht zum Beispiel, ja. Und dann kann man eine weiterführende Option, ja, einfach. Okay. Ist da auch das Thema Storytelling ein Teil vom Social Selling oder wo würdest du das einordnen? Es ist schon ein gewisser Teil davon, klar. Weil die Leute sollen auch wissen, wer du bist. Du sollst auch authentisch wirken. Sagen jetzt viele, ja, das heißt schön. Aber natürlich, wenn man sich irgendwie komplett verstellt, ist wieder auf Dauer, glaube ich, auch mühsam, wenn man sagt, okay, jetzt bin ich da und muss wieder komplett was anderes darstellen, als ich wirklich bin oder denke oder möchte. Ja. Das gehört alles zusammen, es ist alles vernetzt, wenn du mich fragst. Und von jedem einen richtigen Hapfen rausnehmen und dann diesen weiterzugeben. Okay, dann kann man ein gutes Rezept auf alle Fälle so machen.
Ja, also da bin ich überzeugt davon, dass das alles zusammenhängt, ja, und dass man niemals jetzt irgendwie so ein kleines Ding rauspicken kann. Klar. Es ist völlig egal, ob das in der digitalen oder analogen Welt eben ist. Es war niemals nur ein Themenbereich und es hat zum Erfolg oder zum Misserfolg geführt. Also zumindest ist das auch meine Meinung. Und da bin ich voll und ganz bei dir, dass es das in der digitalen Welt auch braucht. Versuchen wir doch mal so ein bisschen einen Blick in die nähere Zukunft oder vielleicht in die Zukunft. Wo wird sich denn die digitale Kommunikation hinentwickeln, deiner Erfahrung nach oder deiner Meinung nach? Naja, ehrlich gesagt, ich arbeite schon mit einem Geschäftspartner, der im Hintergrund an einem Projekt, an einem großen, wie die Zukunft aussehen könnte. Können wir in ein paar Monaten drüber sprechen, wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass da viel auch in die virtuelle Welt auch gehen wird. Brauchte ich nur vorstellen, Zoom-Konferenzen funktionieren gerade zwar, aber wirklich zufrieden sind die wenigsten, würde ich sagen, weil es fehlt doch eine gewisse Interaktion. Vor allem auch, es ist nur 2D und nicht 3D oder komplett jetzt das Mehrdimensionale einfach hier nicht dargestellt. Ich glaube, das ist in der näheren Zukunft ein entscheidender Faktor, wie sich die ganze Digitalisierung jetzt auch gesellschaftlich weiterentwickeln kann. Mhm. Wird es die herkömmliche Kommunikation ablösen? In manchen Bereichen? Wie meinst du komplett ablösen? Das heißt zum Beispiel, dass es wirklich ein vollwertiger Ersatz für Kongressen, Messe, Events, B2B-Veranstaltungen beispielsweise wird oder Ausbildungen, Weiterbildungsveranstaltungen. Es gibt sicher viel, man kann sicher vieles ablösen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass sie es komplett ablösen werden wollen, die Leute auch so. Ja. Man kann vieles auch technisch machen. Aber es gibt da sehr, sehr viel Potenzial nach oben in dem Fall. Aber komplett ablösen, glaube ich, nicht. Ja. Jetzt hast du dieses Thema 3D, 2D ein bisschen angesprochen. Heißt das dann, wir sitzen in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren alle mit der Virtual Reality Brille irgendwo im Bett oder auf der Couch oder im Garten, je nachdem, wo wir halt gerade sind, und sind dann in virtuellen Seminarräumen oder Meetingräumen? Oder wie kann ich mir das dann vorstellen? Was bedeutet in Richtung 3D mehr oder dass da einfach mehr Interaktivität und sowas möglich ist? Genau, ich glaube, du hast das schon ganz gut jetzt erklärt. Also in diese Richtung, glaube ich, wird das funktionieren, weil die Entwicklung scheitert ja da komplett voran in dem Fall. Die Brillen werden auch immer kleiner werden und nicht diese großen, die es heute gibt. Also da gibt es viele Entwicklungen und Forschungen im Moment. Mhm. Arbeiten schon sehr viele dran. Ja. Ja. Gibt da von deinem Expertenwissen irgendwo so einen Zeithorizont, wo das technologisch auch in einem großen Maße sinnvoll möglich ist? Weil die Technologie gibt es ja jetzt schon. Die Frage ist einfach nur, die wenigsten Firmen wären dafür vorbereitet, die wenigsten können damit umgehen. Die Frage ist dann, ich weiß nicht, ob die Internetverbindungen stabil oder schnell genug sind, weil da gehen ja wahrscheinlich nochmal um ein Vielfaches mehr Daten dann durch, könnte ich mir vorstellen, oder? Absolut. Ja, ein bisschen genau diese Knackpunkte, dass auch die Infrastruktur natürlich passt und es wird nicht sofort für jeden verfügbar sein, glaube ich auch. Mhm. Also ich so zwischen 3 bis 5 Jahre muss man schon noch schauen, damit man dann wirklich sein kann, mit Infrastruktur, dass die ausgebaut wird, noch auf größerer Basis. Ist da das 5G-Netz dann schon ausreichend oder braucht man da noch die nächsten 2, 3 Ausbaustufen, dass man das dann wirklich auch technologisch gesehen überhaupt realisieren kann? Nein, viel weiter glaube ich nicht. Also als Basis reicht es, glaube ich, schon. Okay. Sehr spannend. Ja, dann mal vielen, vielen Dank für diesen kleinen Ausblick in die Zukunft, die du da jetzt gerade gegeben Dankeschön. Hast, Manuel. Ja. Jetzt bist du ja selber, dass ich das auch richtig jetzt nenne. Du bist ja quasi LinkedIn Approved Training Partner und bist da der Einzige in Österreich. Also erstens mal finde ich das wirklich, wirklich großartig und wirklich, wirklich toll. Wie hast du das geschafft, beziehungsweise was kannst du jetzt eben Leuten wirklich Besonderes bieten und wie kannst du ihnen dadurch einfach am besten helfen? Naja, hat sich natürlich auch über LinkedIn ergeben, keine Frage. Ja, Exekus ist ein Unternehmen von nur 3 weltweit, die damals vor mehr als 10 Jahren direkt von LinkedIn San Francisco zertifiziert wurden und mit denen arbeite ich eben zusammen. Dadurch ist das Ganze entstanden. Okay, das ist toll.
Und hast du da jetzt dann einfach mehr Hintergrundwissen oder einfach durch die viele Erfahrung, die du mitbringst, was macht dich oder was macht einfach da diesen Status auch so besonders, dass du Leuten so besonders gut eben helfen kannst, auf LinkedIn erfolgreicher zu werden? Ja, die Mischung der Erfahrung, gewisser Wissensvorsprung natürlich auch für die Entwicklungen, eben ein Blick in die Zukunft, was auch LinkedIn vorhat in den nächsten Jahren. All diese Themen werden da natürlich auch haben. Ja. Okay. Da bin ich im Endeffekt schon bei der Frage überhaupt, was ist, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wenn er auf dein Expertenwissen zugreifen möchte? Was ist der beste Weg? Ich glaube, ich weiß es schon, was jetzt kommt, aber was ist der beste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten? Ja, erstens natürlich über LinkedIn, ganz klar. Das war jetzt aufgelegt, hast du gut gefragt. Aber ja, per Mail, meine Nummern sind auch erreichbar, meine Büronummer. Also auf der Webseite, ich glaube, die Pedestrian habe ich, hast du mir vorher erzählt. Sind alle Daten verfügbar und kann mich jederzeit wieder kontaktieren. Okay, perfekt. Also wir werden das auf jeden Fall unten in den Kommentaren dann eben auch einbringen, dass sich die Leute direkt mit dir vernetzen können, Manuel. Ja? Du, dann vielen, vielen Dank für dieses wirklich, wirklich spannende Gespräch. Ich glaube, ich habe wie immer am allermeisten gelernt oder am allermeisten mir mitnehmen können. Und ich hoffe auch, ihr liebe Zuhörer, habt euch wirklich ganz, ganz spannende und ganz, ganz tolle Informationen rausholen können aus diesem interessanten Interview. Manuel, vielen, vielen Dank. Ja. Danke, Stefan. Ich wünsche dir viel Erfolg und bleib weiter bei dem Thema, weil ich bin überzeugt davon, dass das Thema Social Selling und digitale Kommunikation ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft. Und ich weiß es auch von uns, LinkedIn ist unsere Hauptplattform, die wir nutzen. Das heißt, das ist einfach ein ganz, ganz toller Vorsprung und ganz, ganz wertvolles Instrument, das man hier nutzen kann. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und auch dir, Manuel, persönlich gute Gesundheit und ich freue mich auf ein weiteres Gespräch mit dir. Danke dir, freue mich auch schon. Ja. Bis dann. Ciao.